Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Call of War Respawn'n Blood. Wir sind im letzten Part in Mexiko angekommen und haben eine Frau vor ein paar, ja, wie soll ich die nennen, Banditen, wäre für die ein Kompliment, glaube ich. Ich sag einfach mal Vergewaltigern gerettet. War eigentlich noch irgendwo ein Geheimnis? Nö. Oh, danke, dass du dich mir in den Weg stellst, ohne Gegenwehr zu leisten. Ich will meine Waffe zurück. Okay, mal gucken, wie lange wir hierfür brauchen. Also ich bin der Meinung, dass ja, nicht so effektiv ist, dort hinten hinter dem Tresen sitzen zu bleiben. Sondern man muss hier auch schon rausrennen, um die ganzen Gegner überhaupt erst zu treffen. Denn die verstecken sich hier. Und dort kommen wir natürlich, wenn wir hinter dem Tresen sind, nicht so leicht ran. Waren das alle? Ja. Der Mistkerl tut ihr weh. Wir müssen den Sheriff rufen. Was meinst du, Bruder? Sollen wir diesem Arsch seinen Spaß gönnen? Ich würde sagen, nicht im Traum. Bruder, ich glaube, dieses Mädchen hat's dir angetan. Komm schon. Was stellt ihr beiden nun schon wieder an? Wie sagt dein Gott? Den Schwachen und Wehrlosen helfen? Beweg deinen Arsch zurück in den Saloon und warte dort. So, Thomas, lass uns loslegen. Ach, da oben sind auch noch welche. Und da ist auch noch ein Scharfschütze. Na, ganz toll. Haben wir eigentlich noch eine Waffe? Nur, wir haben gar kein Gewehr. Wir haben weder ein Gewehr noch eine Schrotflinte. Das ist hier ein bisschen blöd. Weil die sich hier hinter den Pfeilern verstecken können. So, das waren alle. Wir laden noch schnell nach, bevor wir hier rausstürmen. Wartet ihr darauf, dass ich an Altersschwäche sterbe, Jungs? Mir vergeht langsam die Lust an dieser dreckigen Hure. Wie wäre es, wenn ich hier ein wenig das Gesicht zerschneide? Mal sehen, wer sich dann noch will. Macht schon! Komm schon, Ray! Ganz ruhig. Der geht nirgendwo hin. Der ist genau wie ich. Langsam? Nein, Bruder. Voller Stolz. Der wird nicht aufgeben. Nicht vor seinen Männern. Das denke ich auch. Ah. Okay, da ist noch einer. Das ist schlecht. Dynamit haben wir gefunden. Schön. Dieser rothaarige Dreckskerl geht mir langsam wirklich auf die Eier. Vielleicht sollten wir ihm mal ein wenig auf die Eier gehen. William, was zum Teufel tust du? Hast du den Verstand verloren? Was habe ich dir gerade gesagt? Ich komme mit. Bist du lebensmüde? Das ist zu gefährlich, Bruder. In Deckung. Okay, hier gibt es zwei Möglichkeiten hochzukommen. Entweder wir warten auf Thomas oder wir springen hier so hoch. Denn das haben die Entwickler extra gemacht, denn man kann ja, wenn man sich von Thomas hochziehen lässt, auch nochmal runterspringen und dann will Thomas einen nicht mehr hochhelfen. Und da mussten die Entwickler natürlich das mit berücksichtigen und haben dann noch einen zweiten Weg dort eingebaut, wie man dort hochkommt.
Aber eigentlich ist es Unsinn, dann wieder runterzuspringen. Ich meine, das bringt einem ja gar nichts. Dein Maul ist schneller als deine Knarre. Aber meine Knarre ist immer noch schnell genug. Sind hinter den Säcken da welche? Ah ne, da kommen sie jetzt. Okay. Konzentrieren und Feuer. Oh, der lebt noch. Zeit zu ziehen. Das war echt zu einfach. Okay, folgen wir ihm. Er ist immer noch hier. Verdammt, Junge! Du bringst uns noch alle um, wenn wir hier immer auf dich aufpassen müssen. Ihr seid diejenigen, auf die man aufpassen muss. Das sehe ich anders. Du, William, kannst dich nicht wehren, aber wir schon. Ah. Scharfschütze! Kontrollieren den Eingang! Denk es ja. Ich werde sie umgehen und von der Seite erledigen. Schieß! Ich bin immer noch... Ich will die ganze Zeit auf den linken Stick drücken, um... zu rennen, aber das ist hier anders. Komm schon! Uns rennt die Zeit davon! Es ist nur eine Frau, Ray. Hier muss man ja mit der LB rennen. Nicht mit dem linken Stick. Jetzt sind sie fertig. Ah. Muss ich mich wieder dran gewöhnen. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal kurz mich ducke und dann wieder aufstehe. Ach ja, die Musik ist hier auch sehr schön. Auf mein Signal. Jetzt! Gut. Schnell in Deckung gehen und wieder nachladen. Jetzt haben wir fast alle. Aber fast ist noch lange nicht genug. Ah. Runter! Ja, Thomas rennt natürlich direkt da rein, ne? Ich meine, das Dynamit liegt hier und er steht hier so. Ah! Das tut mir sicher nicht weh. Du verschwendest doch nur Kugeln. Sagt der Richtige. Ja, stell dich mir in den Weg, ne? So, es sollten alle gewesen sein. Wo wartest du? Los! Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Kann ich da rüberspringen? Ja, kann ich. Achso, es gibt zwei Wege dorthin, wo wir hin müssen. Ich gehe aber den Weg, den Thomas auch geht. Wir haben keine Zeit mehr. Ich könnte jetzt auch einen Huhn umbringen. Ich mach das einfach mal. Du bist so ein gnadenloser Mistkerl. Nach da drüben! Wartet bei ihr. Wir treffen uns bei der Kirche. Ich hab doch gesagt, er gibt nicht auf. Ich weiß zwar nicht, woher ihr beiden Idioten kommt, aber ist es irgendeine dreckige Schlampe wert, sich eine Kugel einzufangen? Ihr Arschlöcher, habt euch mit dem Falschen angelegt. Ich werde von Colorado bis Texas gesucht. Ich war es, der diesen Texas Ranger in El Paso und Jericho Kid in Abilene umgelegt hat. Man nennt mich Rattler, weil ich so flink bin. Rattler? Blöder Arsch. Würde euch also niemand übel nehmen, wenn ihr den Schwanz einzieht und einfach abhaut. Du hast also Jericho Kid umgelegt? Ihr habt also schon mal von mir gehört? Nö. Ich töte euch schneller, als ihr ziehen könnt. Versteht ihr? Unser zweites Duell. So. Ach ja, wenn ihr die Musik aus habt, dann ist es ja es... noch schwerer, also könnt ihr bei den Soundoptionen einstellen, ob ihr Musik haben wollt oder nicht. Und wenn ihr die ausmacht, dann ist es noch ein bisschen schwerer. Den, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Moment, da kommt gerade. Haben sie zur Kirche gebracht. Ich kenne den Weg. Lass uns schnell dahin, bevor sie es merken.
Also ihr habt ja gedacht, dass eine Frau es schafft, dich in eine Kirche zu bewegen. Also ihr habt ja schon gemerkt, dass kurz bevor dieser Gong kommt, die Musik aufhört. Und wenn ihr die Musik halt ausmacht, dann ist es halt noch ein bisschen schwerer, weil ihr dann halt nicht wisst, wann genau der Gong kommt. So, eine abgesägte Flinte. Moment, die rüste ich auch direkt aus. Danke, Mann. Was auch beim mehrfachen Durchspielen auffällt, ist, dass die Levels, zum Beispiel hier dieses Kapitel, kann man am besten mit Pistole und Shotgun spielen, denn hier findet man eigentlich gar keine Gewehrmunition. Außer in einem Waffenladen, zu dem wir gleich kommen. Jetzt knallen wir sie ab, Bruder! So, in Konzentrationsmodus gehen und gucken, wo die Gegner sind. Verdammt, der hat überlebt. Ah, komm. Ja, verdammt. Und jetzt sind alle tot. Gut. Hier in dem Kapitel findet man echt viel Pistolen und Schrotflintenmunition. So, und hier ist der Waffenladen, von dem ich gesprochen habe. Hier findet man auch Gewehre und so und auch Munition fürs Gewehr, aber ja. Ne? Moment. So, den alten Colt tausche ich jetzt gegen den guten alten Colt. So. Wir spielen doch nicht verstecken, Bruder. Komm raus! Obwohl ich finde, die, also wie besser die Waffen werden, desto eine andere Farbe haben. Die zum Beispiel hat jetzt dieser gute alte Colt. Genug Zeit verschwendet. Los eine metallische oder silberne Farbe. Und halt der alte Colt hat halt so ein. So eine schwarze Farbe, wie ihr hier seht. Und ich finde, die Farben, die normalen Waffen haben, also der alte Colt zum Beispiel, sehen am besten aus. Aber das metallische Aussehen von dem alten Colt, von dem guten alten Colt, sieht auch nicht schlecht aus. Ach ja, hier kann man auch noch mit dem Bogen kämpfen, aber nur wenn man Thomas spielt, kann man das machen. Mit Ray geht das nicht. Bleib dran. Ja, ich komm schon, Thomas. Moment, warte mal. Ich glaub, du hast ihn nur verletzt. Was? Der Arsch ist mausetot zu Boden gegangen. Brauche Deckung. Gute Trefferquote. Danke. Ich glaube, sonst war hier kein Geheimnis mehr, oder? Ich glaube nicht. Da sind sie. Was haben sie vor? Keine Ahnung, aber wenn sie abhauen, finden wir sie nicht wieder. Hab keine freie Sicht. Verflucht. Sie rennt zur Kirche. Braves Mädchen. Erledigen wir sie. Ja, komm her. Da liegt noch ein bisschen Geld. Geld können wir hier gut gebrauchen. So, wir gehen aber erst im nächsten Part in die Kirche rein. Tschüss.